Das ist die Trump-Fanfare aus Dios aus Euen, auf die wir uns jetzt freuen. Angeschlossen beim KNFM. Wer weiß nicht, was das ist? Du weißt es? Koninklijke Nederlandse Muziek Federatie. Ja, hammer. Ich sag das jetzt nicht nach, weil da wollen wir zum Horst. Der Verein hat insgesamt 85 Mitglieder, davon sehen wir hier jetzt 38. 1, 2, 3, 38. Ja, stimmt. Dios hat in diesem Jahr sein 40. Jubiläum gefeiert, da waren wir auch, das war schön. Haben wir prima gefeiert unter anderem. Dios hat unter anderem bei den niederländischen Meisterschaften 1988 den ersten Platz und 1992 den zweiten Platz belegt und war in Ländern wie Belgien, Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Österreich, also sind auch ein bisschen rumgekommen, die Jungs und Mädels. Und seit Anfang des Jahres präsentieren sie ihre neue Show unter der Leitung von Kobus Verhey und Stabführer ist Jos Hövenachens. Thank you.
hier aus Ollen in den Niederlanden. Vielen Dank, Freunde.